Die Monatliche, die Zeitung für Wels. Herr Vizebürgermeister Lehner, wie kommentieren Sie das Ergebnis der Nationalratswahl? Die ÖVP hat ja leicht verloren, auch in Wels. Für die ÖVP ist es ein schmerzhaftes Ergebnis. Wir haben heute vom Wähler eine klare Beurteilung bekommen für die Politik auf Bundesebene. Das ist klar zu trennen von unserem Kurs hier in Wels und dennoch sind wir aber natürlich heute sehr betrübt. Also Sie rechnen hier in Wels mit 2015 mit einem besseren Ergebnis? Das hängt dann von der Arbeit, die wir in den nächsten 2 Jahren für die Welserinnen und Welser machen, ab. Die werden dann beurteilen, wie sie diese Arbeit in den vergangenen Jahren von uns sehen und wie sie auch die Visionen mit der ÖVP Wels beurteilen, ob wir dafür stehen für die Welser, dass wir Wels verändern, dass wir Wels besser machen. Und das gilt es dann 2015 zu beweisen. Das war heute nicht Thema dieser Wahl. Mit dem Spitzenkandidaten Peter Lehner? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das kann Peter Czar sein, das kann Doris Schulz sein, das kann ich sein. Wir haben hervorragende mögliche Kandidaten in der ÖVP und das zeichnet uns hier in Wels aus, dass wir als Team intensiv zusammenarbeiten und viele mögliche Kandidaten haben. Nochmal zurück zur Nationalratswahl. Welche Koalition wird es werden? Wahrscheinlich wieder Rot-Schwarz? Na, jetzt geht sich wie in Wels auch Rot-Blau aus. Schauen wir mal, was die stimmenstärkste Partei zustande bringt. Die ÖVP ist derzeit ja nicht mit einem Verhandlungsmandat ausgestattet. Eventuell Schwarz, Blau und Neos? Das entscheidet ja rein die Bundespartei und die Bundespolitik. Da reden wir als Welser ÖVP nicht mit, sondern nur indirekt über die Landespartei. Ich denke aber, dass hier die richtigen Entscheidungen und hoffe es vor allem getroffen werden. Letzte Frage, die Neos gilt ja als Abspaltung der ÖVP. Wie stehen Sie zu den Neos? Hat Sie das verwundert, dass Sie hineingekommen sind? Na, die Neos haben einen sehr klaren Wirtschaftskurs gegangen und sind diesen sozusagen bestritten. Und natürlich haben die Neos von uns sehr viele Stimmen weggenommen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und eben auch für die Gemeinderatswahl die richtigen Schlüsse ziehen.